Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS22 hier auf der Landesung. In dieser Folge würde ich gerne die Kartoffelkisten für die nächste Season gerne vorbereiten. Dazu nehmen wir die grandios verladene Überkopfschmeißzange, Palettengabel, wie ist das Ding jetzt eigentlich nochmal genau? Wenn wir schon dabei sind, dann will ich es auch hier wenigstens halbwegs vernünftig können. Ne, das ist es nicht. Der Radladerwerkzeug ist das. Der Kastenkipper. Kastenkipper nennt sich das, wusste ich doch. So, einmal die Kasten, den ersten Kasten anhängen. So, ja. Das hat schon mal grandios funktioniert. Nämlich gar nicht. So, dann machen wir es anders. Hier packen wir einmal eben kurz. Ich wollte gerade sagen, wir packen da einfach einmal eben kurz drunter. Und fahren die Dinger mal eben dann an Ort und Stelle, wo wir die dann erstmal hier beladen. Und dann fahren wir die nach und nach einfach nach hinten weg. Irgendwo in eine gute, sichere Halle, dass uns Kartoffeln auch am Ende ja nicht kaputt frieren. Wäre nämlich nicht ganz so schön, wenn die auf einmal kaputt sind. Gut, im LS macht es keinen Unterschied, also so könnt ihr auch bei minus 30 Grad im Frost liegen. Hier würde ich schon gerne so ein bisschen drauf achten. Hat das nicht, ja, dass es einigermaßen irgendwie passt. Das ist halbwegs vernünftig, realistisch hier alles gelagert ist. Betonung liegt auf halbwegs. So, und ich glaube, ich habe mir gerade den Weg zur Hochkippschaufel, glaube ich, gerade verbaut. Ist aber nur so eine Vermutung. Aber werden wir gleich sehen. Und ja, dann mal gucken. Ich denke mal, den Fendt muss ich dann eben beiseite stellen. Wenn ich mir das so angucke. Das wird dann doch ein bisschen kriminell eng. So. Das Ding würde ich auch gerne noch irgendwie zu packen kriegen. Gut, dann machen wir das Ding einfach so in die Scheune. An unserer guten Verladestation, wo wir die ganzen Restkartoffeln aus der letzten Mission einfach jetzt verladen. So. Ich würde das gerne Ding noch gerne heute runter haben. Hallo? Hat sich das Ding jetzt hier komplett verkeilt? Vielleicht ein bisschen Schwung. Diese hat auch wunderbar funktioniert. So, dann gehen wir da einmal eben runter. Rückwärtsgang einlegen, selbstverständlich. Anheben. Grandios. Hat funktioniert. Manchmal muss man halt ein bisschen wilder mit solchen Dingen umgehen. Und dann gucken wir mal nach, wo hier gerade die Schwierigkeit ist. So, wo habt ihr gerade technische Schwierigkeiten? Denkt mal hier oben. Ja, der ist voll. Aber LKW ist unterwegs. Der ist zum Glück nicht mehr weit weg. Das ist doch schon mal etwas. Also die Hilfe. Ja, ein Abfahrer, den könntest du da theoretisch vielleicht sogar noch draufsetzen. Das muss ich auch mal überlegen. Eigentlich würde es sich dann sogar anbieten, dass wir sagen, der 820 schnappt sich da eben noch die Rudolfs. Und dann tauschen wir mit dem Drescher. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Dass wir dann mit dem Drescher tauschen, also die Rudolfs fahren beim Drescher eben und der 27, der kümmert sich aktiv um den Rübenroder, weil, ehrlich gesagt, irgendwelche Wartezeiten will ich mir eigentlich da auch ungern leisten wollen. Also nicht nach den Wartezeiten, die wir zuletzt irgendwie immer hatten.
Das heißt, Kastenkipper kommt erstmal eben irgendwo hier an die Seite. Dann darf ich auch ruhig hier irgendwas zustellen, was wir sowieso nicht brauchen werden. Zum Beispiel die KW-Kosten. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das heißt, wir schnappen uns den 820. So. Das heißt, wir müssen runter zu, ich glaube, Feld 80 sollte das sein. Das ist Feld 80. Wie muss ich jetzt eigentlich fahren? Ich glaube, wir haben gleich Stampfkartoffel, habe ich so das Gefühl. Eben kurz einmal drehen, dass wir auch vernünftig vor die Rudolfs kommen. So, also ein paar Stampfkartoffeln haben wir, glaube ich, hier jetzt liegen, aber raus wie bestimmt noch was, ganz sicher. Einmal bitte runterfahren. Ganz wichtiger Sonderauftrag. Jetzt bin ich auch gerade momentan noch so ein bisschen am Überlegen. Eigentlich müsstest du dann sogar auch im Herbst bei der Dreschaktion sogar den Radleiter sogar eventuell mit einspannen. Das heißt, dass wir eventuell uns einen Rudolf schnappen und der fährt dann, ich hätte bald gesagt, das spawnen dann immer beim Drescher ab. Das wäre vielleicht eine Idee. Der Drescher ist hier noch am Rumwerkeln, dann können wir es folgendermaßen eben machen. Ich hoffe mal, dass da hinten noch eine Feldausfahrt ist. Wir müssen zu Feld 73 stattdessen. 73, Landhandel, ne, nicht Fjandel, Häcksel, Zuckerrüben, Landhandel. Da fährst du am besten da ab, da gibt es nämlich ein bisschen mehr zu erledigen für dich. Hinten ist, glaube ich, keine Feldausfahrt mehr und da hinten, glaube ich, genauso wenig. Aber kein Problem, dann fährt er halt eben eine etwas längere Strecke. Aktuell kann der Drescher ja auch oben arbeiten, das ist ja zumindest das Gute. Aber Hauptsache am Tag, der muss da oben nicht rumstehen. Da muss nämlich in 1 durchlaufen. Das wäre zumindest sehr wünschenswert. So. Und das mit der Werkstatt, das kannst du dir gleich direkt abschminken. Weil nein und nein ergibt nein. Feld 73 ist dein Ziel. So, dann kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Geschäft, was ich eigentlich machen wollte. Wir wollen jetzt ein paar Kartoffel verladen. Also wir sollten das eigentlich auch ohne Probleme in die Kisten reinbekommen. Denke ich jetzt mal. Oder würde ich jetzt erstmal behaupten. Ich glaube, 3 Kisten kriegen wir sogar komplett voll. Bei der 4. da müssen wir mal gucken. Der Thorion hat natürlich jetzt sehr schwer zu heben. Das ist natürlich so ein kleiner, vielleicht unschöner Nebeneffekt. Aber das kriegen wir hin. Und wenn, ich hätte bald gesagt, wenn es doch zu viel ist, dann schnappen wir uns einfach eben die Frontladerschaufel. Den Adapter, den habe ich jetzt zwar hinten an dem Big Mac Haken, habe ich jetzt zwar dranhängen, aber dann lässt sich ja noch umhängen, wenn es ist. Ich behaupte erstmal, die Fendt-Aufnahme ist dieselbe Aufnahme auch bei dem Big Back Lifter. Ob es in der Realität so ist, ich weiß es nicht. Hier ist es, macht zum Glück keinen Unterschied. Ich glaube, das wäre sonst auch ziemlich ärgerlich, wenn er wirklich nicht nur entsprechend den passenden Frontlader erstmal haben muss, sondern auch noch erstmal die passenden Frontlader-Werkzeuge.
Kanone. Ich bin gerade überlegen. Hatten wir nicht, glaube ich, sogar noch eine fünfte? Ach, da hinten ist noch eine fünfte. Wollte schon sagen. Irgendwas lag mir da an. Machen erstmal die hier voll und dann gucken wir mal weiter. Kann auch sein, dass wir den Rest auch einfach direkt hinten ins Pflanzgerät reinschmeißen. Das sollte auch noch ein bisschen Kapazität frei sein. So, und keine Sorge, wir schütten gleich nach. Ich möchte erstmal den Haufen hier ein bisschen kleiner haben. Wobei, ich muss sagen, da kommt sogar tatsächlich gut was zusammen. Wie gesagt, ich weiß auch schon gar nicht mehr so genau, wie viele Kartoffeln, Liter Kartoffel wir da jetzt überhaupt vom Feld nochmal geholt haben. Müsste ich sogar nochmal nachgucken. Wobei, das können wir eigentlich auch gleich genau ausrechnen, wenn das Ganze mal hier in den Kisten drin liegt. Aber eins steht schon mal fest. Die Pflanzsaison ist auf jeden Fall gesichert. Da sollte definitiv schon mal nichts passieren. Also nichts passieren im Sinne von nichts Dramatisches. So. Das Schöne ist, mit diesen Kartoffeln, da sparen wir uns auch am Ende das Geld für das Saatgut. Gut, normales Saatgut werden für die Pflanzmissionen von mir auf jeden Fall nicht benutzt. Kostet sowieso zu viel. Da muss ich auch ehrlich sagen, MLS. Also das würde ich mir persönlich sogar noch fast wünschen, wenn da standardmäßig im Spiel die Kartoffel beim Händler kaufen kannst. Das würde ich persönlich zumindest begrüßen. Keine Ahnung, vielleicht sind auch einige Zuschauer von euch auch dabei, die das begrüßen würden. Einfach so ein bisschen aus dem Anlass, was du hier an Saaten kaufst, was du auch bezahlen musst. Du kannst dich ja wirklich teilweise genauso gut in der Season zuvor eine Kartoffelmission machen, die Restkartoffel einlagern und diese dann auch anpflanzen. Oh. Das lief grandios. Das hat grandios funktioniert, das muss ich sagen. So, dann müssen wir mal eben ein bisschen was zurechtschieben. Da liegen nämlich einiges an Kartoffeln. Warte, da liegen noch ein paar Kartoffeln. Ich lege auch den Kübel mal eben ein bisschen einknicken. So, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Wir haben schon mal wieder alles zusammengesammelt. Sehr schön. Also ich glaube, ich habe mich auch irgendwo auch ein bisschen verrechnet. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir irgendwas mit um die 20.000 hatten. So viel ich zumindest weiß, also was tatsächlich genau ist, das nicht, aber irgendwas mit um die 20.000. Ich hatte die ganze Zeit immer nur mit 4 Kisten und einem Rest gerechnet. Fällt mir eigentlich auch gerade auf, das sind ja 5 Kisten dann. 5 Kisten und vielleicht ein Rest. Dann lernen wir auch draus. Rechnen kann ist ein Vorteil. Wobei, ich sag mal so, wir haben jetzt eher mit weniger kalkuliert, als es tatsächlich ist. Gut. Ist die Enttäuschung teilweise nicht ganz so groß. Ich habe schon wieder das daneben geschüttet. Das ist heute... Also irgendwas ist heute mit los mit mir. So, einmal die Kiste hier beiseite schieben. Wäre zumindest wünschenswert. Und vielleicht mal eben kurz das Ding hier beiseite. Ach, von
Ich kann von der Kiste. Ey, wer hat sich das ausgedacht? Wer hat sich das bitte ausgedacht? Ich glaube, wir sollten nicht so viel hinterfragen. Ich glaube, das wäre das Beste. Aber ich würde sagen, das war's mit der Folge. Ich verpack noch mal eben die letzten Kartoffeln. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann sind wir entweder zwischen den Sonnenblumen oder zwischen den Rüben. Oder gucken wir neugierig nach, was unsere Scheibenengen so machen. Und von daher sage ich an der Stelle, hoffe ich, hat euch die Folge gefallen. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.